Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge in der Reihe Live-Sound programmieren. Wenn du die erste nicht gesehen hast, stopp, erste Folge gucken. Ich erkläre jetzt nicht alles nochmal, was wir machen. Wir machen jetzt direkt weiter. Also, wenn das jetzt hier das erste ist, was du davon siehst, guck unbedingt die erste Folge. Ja? Unbedingt die erste Folge gucken, weil wir machen da jetzt auch direkt weiter, wie dieses Preset hier steht. Gut, legen wir los. Heute wollten wir den Plexi-Sound programmieren. Den Plexi-Sound haben wir Plexi-Crunch auf Scene 3. Wir machen mal den Kompressor aus hier und wir gucken, dass das Multi-Delay auch aus ist. Reverb lassen wir an. Wir gucken, dass unser Multiplexer auf Reihe 4 steht für Bypass. Sehr gut. Unser Cap ist weiterhin auf Lead 80. Sehr gut. Und jetzt wählen wir den entsprechenden Amp ein. Das ist nämlich der ganz komisch heißt. So, wo ist er? Heißt der Play. Genau. Der da. Was der? Ich muss noch mal gucken. Oder nee, es war der richtige. Also müssen wir andere Sachen tweaken. Also mir ist das ein bisschen zu höhenlastig und außerdem stimmt der Pegel nicht ganz. Besser. Ja, der klingt spitze. So, was ist jetzt so besonders an diesem speziellen Marshall? Hörst du, wie schön der klar wird? Die ID und mir ist dann noch ein bisschen zu wenig Wumms drin unten rum. Und zu viel High Treble. Und ein bisschen Game wieder zurück hier. Ich habe da so einen Sound mit runtergedrehtem Volumenregler und habe aber gleichzeitig auch und der setzt sich auch wirklich sehr gut durch. Thank you.
speichere ich ab. Das ist ja Scene 3, ja, das ist der Plexi. Und wir wollten auf Scene 4, da ist ja jetzt schon der gleiche Amp aktiviert, wollten wir gerne einen Lead-Sound haben. So, das Einzige, was ich beim Lead-Sound mache, ich booste das Teil an. Und zwar booste ich das mit einem Tube Screamer an. Ist jetzt ziemlich easy, aber es funktioniert, ja. Und zwar Tube Screamer Drive auf 0, Ton auf 7 und Level nach Geschmack. Speichert es. Okay? Wenn ich jetzt wollte, könnte ich das auch mit diesem Filter hier noch boosten. So, den Filter, den müssen wir uns erst noch mal kurz im Scene Manager angucken. Den schalten wir jetzt erstmal überall aus. So. Und den aktivieren wir nur, wenn wir einen Boost wollen. Und den Boost machen wir hier mit 4 dB. Das ist Geschmackssache, manche machen gerne ein bisschen weniger, manche machen gerne ein bisschen mehr. Und Solo-Sounds booste ich hier mit 4 dB. Das heißt, bei den Solo-Sounds mache ich den jetzt an. Das kann ich auch im Scene Manager machen und kann einfach sagen, hier, Plexi Lead ist ja ein Solo-Sound und hier hinten, die sind auch beide Solo-Sounds. Ja, und dann mache ich den Filter da an und überall anders ist er aus. Ah genau, hier, Clean Lead, muss er auch noch an sein. Damit haben wir auch schon unseren cleanen Lead-Sound, ne? Mehr machen wir nicht. Wir machen einfach den Filter an und boosten den. Das war's. Wenn man will, kann man dann auch das Delay anmachen oder einen anderen Reverb. Das muss aber nicht sein, weil den Reverb live ist eh nicht so, ja. Mag jetzt hier ziemlich viel erscheinen, dieser Lautstärkeunterschied, aber live brauchst du den, damit du dich hörst. Das ist immer, musst das dann mit der Band checken, ja, wie viel dB Boost du brauchst beim Lead Sound. Also unser Filter hier, dieses rosa matte Ding, ist einfach nur ein Solo Boost, sonst nichts. Gut, schon sind wir mit dem Plexi Sound fertig. Du wirst dich jetzt wundern, okay, wir haben jetzt da nirgends irgendwie einen Chorus oder einen Flanger drin oder ein Delay. Kommen wir noch zu bei der Fußschalter-Sektion, weil diese Sachen, also Delay habe ich eigentlich nur defaultmäßig drin beim Lead Delay. Ja? Nur beim Lead Delay hier, da ist Multi-Delay drin. Das können wir auch nochmal im Scene Manager machen. Ja? Multi-Delay, das ist überall Bypass, Bypass in all Scenes, nur nicht bei Lead Delay. Und willst, können wir es bei Clean Lead auch anmachen. Und wenn wir jetzt gerade schon hier sind, stellen wir mal noch kurz Default ein. Genauer stellen wir das später ein. So. Da wäre Lead. So, nehmen wir mal an, du willst jetzt mehr mit dem Boost, ja? Du brauchst beim verzerrten Sound vielleicht ein bisschen weniger Boost als beim Clean. Das kannst du natürlich auch einstellen, indem du verschiedene Kanäle nimmst und indem du sagst, okay, der Filter, den mache ich auch auf A, A, B, B, C, C, D, D. Wir machen das mal einfach. Ja, Filter mache ich hier beim Scene Manager auf A, A, B, B, C, C, D, D. Ja? Und dann kann ich halt verschiedene Werte einstellen vom Boost. Nehmen wir mal an, ich hätte gerne beim Clean Boost, weil ich eben auch gemerkt habe, es ist ein bisschen leiser, hätte ich halt gern hier, das ist A, hätte ich halt gern 6 dB. Ja? Und jetzt gehen wir nochmal hier auf den Plexi Sound. Der ist jetzt auf 0, weil ich den am Channel rumgeschaltet habe. Den hatten wir auf 4 und das war auch ausreichend. Vielleicht sogar ein bisschen viel, aber mal da 3. Ja? Und nachher beim Lead Sound hätten wir vielleicht gern 4.
4 oder so. Ja, und das sind zwei Lead-Sounds am Schluss. Die machen wir auf 4. Und dann siehst du, wenn ich die Scenes jetzt durchschalte, guck mal auf den Level hier, ja. Ja, ob es aus oder an ist, bestimmt der Bypass-State und welcher Channel es ist. So, bei 5, 6 sind ja beides Rhythmus-Sounds, ist er beides mal aus. Wir können aber, falls du den Fußschalter da drauf legst, falls du einen FC12 hast, kannst du auch mal so einen Rhythm-Boost machen und der wäre dann vielleicht zum Beispiel sinnvoll bei 2 dB. Ja, ist ja aus, ja, nur falls du ihn brauchst, ist er schon vorprogrammiert. So, was haben wir bis jetzt im Preset? Wir haben Clean Sound für die ganz normalen Schrummelsachen. Oder Funky. Wir haben einen Clean Lead Sound. Geiles Delay. Und wir haben den Plexi-Sound für die. Ne? Und das Ganze als Lead-Sound. Ja, bis jetzt haben wir nicht mehr. Das war's aber für diese Lektion. Die anderen Sachen machen wir in den weiteren Teilen dieses schönen mehrteiligen Tutorials. Also, dir vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Mach's gut und ciao.